das schön. Die Sonne schält sich deutschlandweit aus dem Äther und beglückt uns endlich mit angenehmen Temperaturen. Und dazu haben wir noch Spitzenfußball aus der Lotto-Hessenliga für euch im Angebot. Willkommen zur Talkshow. Wir starten mit dem Spiel der Woche. Kassel empfängt Alzenau im Aue-Stadion. Und mit einem Sieg heute könnte die Lücke zwischen den beiden Teams noch weiter schrumpfen. Mahir Salik, der alte Hund, steht da, wo er zu stehen hat und bringt den KSV in Führung. Dazu kommt ja noch, dass Kassel ein Spiel in der Hinterhand hat, nämlich das Rekordspiel gegen Baunatal. Fahren hier noch vor dem Pausenpfiff einen Konter, gewinnbringend ein und schon krallst du dir die 3 Punkte im Topspiel. Ein toller Sololauf von Marco David, der die KSV-Herzen weiter vom Aufstieg träumen lässt. Was ein klasse Start in diese Torshow, kann gerne so weitergehen. Blicken wir in die Barockstadt, die grün-weißen Aufsteiger aus Bad Vilbel zu Gast haben. Eine halbe Stunde ist hier rum, da kommt es zu diesem kuriosen Tor durch Christopher Bieber. Den wollte er sicherlich mit dem ersten Kontakt schon machen, am Ende war es sein Gesicht. Die SGB hat mehr Spielanteile, entpuppt sich aber als zu harmlos vor dem Tor, wodurch die Gäste durch diesen Elferpfiff die Chance haben, auszugleichen. Eine Sache für Benjamin Sabic, der das eiskalt macht, 1:1, gleichzeitig auch der Endstand. Es geht das Gespenst um, das Abstiegsgespenst. Gruselig ist auch dieser Stockfehler, der den Hünfeldern hier Tür und Tor öffnet. Florian Münkel sagt Danke und macht sein Tor. Der HSV nach 7 Minuten bereits vorne. Die Jungs aus dem Battenberger Entenpark spielen aber eine recht gute erste Hälfte, lassen ihre zahlreichen Chancen dennoch liegen. So dauert es bis kurz nach wieder ein Pfiff, bis hier der Ausgleich fällt. Daniel Gora trifft zum 3. Mal in dieser Spielzeit. Jetzt ist alles wieder offen. Anschließend läuft bei den Gastgebern dann aber nicht mehr viel zusammen. Hünfeld immer wieder gefährlich über hohe Bälle, wie bei dieser Ecke. Doppelpack für Münkel. Und dieses Tor sollte reichen. Hünfeld sammelt ganz wichtige Punkte. Für den FCE sind es jetzt schon 7 Zähler bis zum rettenden Ufer. Letzter gegen Erster. Klare Vorzeichen also in Neu-Isenburg gegen den Spitzenreiter aus Gießen, die sich nach dem Ausscheiden im Krombacher Hessenpokal rehabilitieren wollen, was ihnen auch gelingt. Hofmann trifft nach einer Viertelstunde. Die Spielvereinigung ist bis kurz vor der Pause eigentlich ganz gut drin. Stehen defensiv stabil, bis Torwart Fabio Beger hier sehr unglücklich in den Rasen hackt. Beim Abstoß danach nimmt die Gießener Dampflok an Fahrt auf. Noah Michel macht es. Da alleine belohnt sich mit seinem ersten Saisontor. Glückwunsch! Und dieser Noah Michel hat gleich doppelt Grund zum Feiern. Es läuft direkt der nächste FCG-Angriff. Und jetzt aufgepasst. Latte, Kopfball, Latte. Und beim 3. dann passt er. Schwere Geburt, aber dem Kind geht's gut. 3:0. Michel schnürt in nur 60 Sekunden den Doppelpack. Direkt nach Wiederanpfiff erhöht Gießen sogar auf das 4. Barbaros Koyunshu zeigt sich weiterhin in begnadeter Form und trifft auch heute, macht seinen 4. Saisontreffer hier mit Bravour, die Vorentscheidung. Doch im 2. Abschnitt stemmt sich Neu-Isenburg gut dagegen, halten sogar noch einen Elfmeter, sodass es nur noch einen weiteren Treffer geben sollte. Erzielt durch Timo Cicen. Gießen schiffert weiter unangefochten in Richtung Regionalliga und hat nun bereits 14 Punkte Vorsprung auf Rang 2. Nächste Station, Flieden, ab ins Königreich und wir starten mit dieser Ecke für die Gäste aus Nordhessen, die von der gleichen Seite erneut in die Mitte gehoben wird. Thomas Müller, zuletzt war er wirklich gut in Form, sein 3. Tor aus den letzten 4 Spielen. Baunatal hat hier das Spiel im Griff, wollen schnell für Klarheit sorgen.
Das ist die nächste Angriffswelle über die rechte Seite und auch die führt zum Erfolg. Vor stellt hier früh auf 2:0 und lässt den KSV von den 3 Punkten träumen. Die Bochonia steckt hier aber noch nicht auf, glauben an ihre Chance. Das Ding ist noch heiß und das ist Nico Hohmann, der den Treffer auch zugesprochen bekommt. Streng genommen war es ein Müller-Doppelpack ins falsche Netz, aber nun ja, Flieden ist wieder dran. Und direkt nach der Pause merkt man hier das Feuer drin, Leidenschaft. Und die Fliedener haben auch die Klasse, um hier nicht als Verlierer vom Feld zu gehen. Der 15. der Lotto Hessenliga gleicht hier aus. Jetzt schon eine unglaubliche Story. Doch es wird noch besser. Journalistenkollegen, bitte die Stifte spitzen. Hier kommt eure osthessische Schlagzeile. Kämpferherz, Bochonia Flieden, ringt Baunatal nieder. Was ein Spiel. Endstand 3:2. Eddersheim gegen Friedberg. Ein Aufsteigerduell mit jeder Menge Offensivpower. Halbe Stunde rum, da bekommen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Ertuğrul Erdoğan nimmt sich der Sache an und versenkt die Pille ganz stark. TGF führt. Das wäre ein Big Point im Abstiegskampf, könnte man hier heute gewinnen. Doch Eddersheim macht ein gutes Spiel, schnüren mit ihren Flanken die Friedberger hinten ein und schlagen dann zu. Ehre Ehren gleicht aus. Eddersheim rollt ins Glück. Denn die drehen hier tatsächlich noch das Spiel. Erneut ist es eine präzise Flanke, welche zum Erfolg führt. Und da ist er, Anthony Wade, wird immer wichtiger für seinen neuen Verein und entscheidet mit seinem Treffer das Spiel. Eddersheim 2, Friedberg 1. Auf dem Kunstrasen in Niederhadamar gab es diese Woche nur einen Treffer zu bestaunen. Die in Rot spielenden Hausherren schlagen ganz spät zu durch Yuki Noguchi. Hadamar schlägt die Viktoria aus Griesheim denkbar knapp mit 1:0. Zum Abschluss geht es noch auf den Kunstrasen in Waldgirmes. Der VfB Ginsheim ist zu Gast, die nach einer halben Stunde hier per Freistoßflanke in Führung gehen. Maximilian Thomasberger ist der Name. Das war sein 3. Saisontor und der Startschuss für ein klasse Fußballspiel. Denn die zweite Halbzeit hat es in sich. Der VfB arbeitet sich über rechts nach vorne. Die Flanke kullert förmlich ins Zentrum, wo Madi Menakir die ganz krummen Schüsse aus der Trickkiste packt. Der ist nicht zu halten. Ginsheim stellt die Weichen auf Sieg. Halt, warte. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht schon diesen Spieltag? Das ist Tolga Duran. Macht das Solo. Die Verteidiger kommen nicht ran. Hard Shot First. Waldgirmes mit dem Anschluss. Was geht hier noch? Nur kurz später, der SC drängt auf den Ausgleich. Wieder ist es Duran, der hier nach vorne prescht. Diesmal spielt er aber ab und holt somit den Elfer raus. Das ist die große Chance, Flieden 2.0 wahr werden zu lassen. Volkan Öztürk schießt, super platziert. Nichts zu halten für Frederik Erb im VfB-Kasten. Kann Waldgirmes hier noch das Spiel drehen? Nein, denn Ginsheim spielt hier auch noch mit. Und trifft nach einer Ecke zum Sieg. 3:2 am Ende. Sebastian Platten ist der lachende Matchwinner. Hier nun also die Ergebnisse. Kassel gewinnt gegen Alzenau. Flieden schlägt Baunatal und Ginsheim siegt in Waldgirmes. In der Tabelle ist der Kampf um Platz 2 neu entbrannt. Kassel rückt Alzenau immer weiter auf die Pelle. Der FC Eder-Bergland muss die Konkurrenz abreißen lassen. Platz 11 bis 15 trennt lediglich ein Punkt. Bei den Torjägern gab es diese Woche nichts zu berichten. Vielleicht erwähnenswert ist Tolga Duran neu auf Platz 9 mit 12 Toren. Kommende Woche geht es dann direkt spannend weiter mit den finalen Wochen der Lotto Hessenliga. Gießen pausiert und überlässt den Verfolgern das Feld. Bis dahin, machen Sie es gut.